Österreich ist eine Kletternation und das beweisen sie im Shoppingcenter Rio Sul gegenüber vom Austria-Haus. Zwar wird das Sportklettern erst 2020 in das Wettkampfprogramm für die Olympischen Sommerspiele in Tokio aufgenommen, aber ein kleiner Vorgeschmack lässt die Brasilianer staunen. Es ist immer ein großartiges Gefühl, erstens in Rio diese Aufmerksamkeit zu genießen, mit dem österreichischen Olympia, mit der Olympic Family hier dabei sein zu dürfen. Wir sind schon mit 3 Olympischen Spielen in Innsbruck, in Tirol, glaube ich, eigentlich sind wir das olympische Österreich. Aber dass unser Bergsport jetzt auch hier in den Mittelpunkt kommt, das ist für uns sicherlich ein Glücksfall. 13 Meter hoch ist die Kletterwand aus Innsbruck in Tirol und die Tiroler Kultur darf bei der Eröffnung natürlich nicht fehlen. Klettern wurde in das olympische Programm in Tokio aufgenommen 2020 und Klettern ist für Österreich eine ganz besondere Sportart und ich hoffe, dass wir dort dann auch in Tokio ein paar Medaillen machen können. Die Kletterwand im Shoppingcenter bietet verschiedene Boulder und Vorstiegelemente in verschiedenen Schwierigkeiten. Vor 2 Jahren war ich schon in Nanjing eben und da haben wir eben schon einen quasi Demo-Wettkampf gehabt und haben der breiten Masse das als noch nicht olympische Sportart präsentiert. Und ich finde es unglaublich, dass ich jetzt auch hier in Rio wieder sein darf, dass wir es jetzt echt olympisch präsentieren dürfen. It's always a great attraction for the clients and for the public. And also very emotional for us to be part of this, to be part of Austin House. And we're very happy. Wie das Ganze dann bei Olympia aussieht, das wird sich zeigen.